Ein besonderes wichtiges Feature für Videokonferenzen sind Kleingruppenräume. Allein für Austausch, für Kommunikation, für Kleingruppenarbeit. Und wie das bei Webex funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Was bei Zoom die Breakout-Räume sind, sind bei Webex die Teilgruppensitzungen. Und wie wir sie jetzt organisieren, das schauen wir uns hier direkt in dieser Videokonferenz an, die ich schon vorbereitet habe. Grundsätzlich erstellen, administrieren können Veranstalter und Mitveranstalter, also Host und Co-Host, die Teilgruppensitzungen, genau wie in anderen Videokonferenz-Tools. Und dafür haben wir hier unten den Button mit den Teilgruppensitzungen. Und wir bekommen, wenn wir draufklicken, erstmal drei Optionen, die uns sehr bekannt vorkommen. Teilnehmer automatisch zuweisen, Teilnehmer manuell zuweisen oder Teilnehmer dürfen eine beliebige Sitzung auswählen. Das heißt, bei der ersten Option passiert eine automatische Zuweisung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Breakout-Räume oder in die Teilgruppensitzungen. Ich wähle aus, wie viele Räume ich habe, sehe dann auch direkt, wie viele Personen in diesen Räumen mit drin sind, kann auf Zuweisung erstellen klicken, kann hier auch nochmal Räume hinzufügen, kann Personen auch nochmal verschieben, wenn ich sage, der Nutzer Windows, der soll bitte in Gruppe 2 sein, kann ich ihn dorthin verschieben. Und ich sehe auch hier an dem Schloss, okay, diese Räume, die sind nur für diejenigen verfügbar, die von mir oder vom Gastgeber dorthin verschoben wurden. Ich kann jetzt aber auch bei einer Teilgruppensitzung, wenn ich auf Mehr klicke, die Option Jeder darf beitreten wählen. Das heißt, dann wird das Schloss geöffnet und es gibt automatisch die Option, dass die Leute aus diesen Räumen da wieder rein können, also sie eigenständig wechseln können. Das heißt, geschlossene Webinarräume und vielleicht dann einen offenen Pausenraum, wie auch immer das Ganze dann didaktisch konzipiert wird. Unter Einstellungen habe ich dann auch nochmal die Möglichkeit, ja, festzulegen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Hauptsitzung zurück dürfen, dass sie später beitreten können oder sofort zugewiesen werden. Also ich bin immer ein Fan davon, die Leute dann auch sofort immer zuzuweisen, damit es da auch keine Missverständnisse gibt. Aber auch das ist natürlich eine Frage des didaktischen Konzeptes, wie ich es aufbauen und haben möchte. Teilgruppensitzung automatisch beenden, also ein Countdown dann auch setzen und dann eben nochmal am Schluss ein Countdown von 30 oder 60 Sekunden, damit die Sitzung nicht so abrupt beendet wird. Bin ich soweit fertig, klicke ich auf Teilgruppensitzung starten. Es piept einmal und schon habe ich hier dann die Übersicht und die Personen werden entsprechend dann in ihre Räume zugewiesen. Als Gastgeber, Mitgastgeber sehe ich natürlich, wer sich in welchem Raum befindet und kann auch hier jetzt Leute auch nochmal, ich sag mal, verschieben oder austauschen oder entsprechend auch entfernen. Möchte ich die Kontakt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufnehmen, habe ich hier unten die Option Broadcast. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, eine Nachricht entweder an alle zu schicken oder auch an einzelne Teilgruppen. Das finde ich auch ganz interessant, dass ich hier einfach Nachrichten an einzelne Kleingruppen schicken kann, was eben nicht an alle geht. Und ich kann eben auch sagen, eine Nachricht an alle Teilnehmer der Sitzung oder an alle Mitgastgeber. Das heißt, eine Nachricht zum Beispiel nur an die Mitveranstalter, dass ein bestimmter Zeitpunkt ausgelaufen ist oder dass danach nochmal ein Treffen stattfindet oder wie auch immer, finde ich eigentlich ganz geschickt gelöst hier an dieser Stelle. Möchte ich die Gruppen oder die Sitzung beenden, klicke ich einfach auf alle Teilgruppensitzungen beenden und warte dann meinen Countdown, bis alle wieder zurück sind. Ich sehe hier oben die Sitzungen, die werden 24, 23 Sekunden geschlossen und dann kommen alle Personen wieder zurück in die eigentliche Videokonferenz. Also das ist ein Counter oder ein Countdown, den kann man ja benutzerdefiniert einstellen, so wie man es entsprechend haben möchte. Wenn der Countdown jetzt abgelaufen ist, schauen wir uns die beiden anderen Formate auch noch einmal an. Das heißt, die Sitzungen werden jetzt beendet und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, entweder die gleichen Sitzungen nochmal zu starten. Das heißt, wenn ich jetzt auf Starten klicke, werden alle wieder in ihre Gruppen zurückgeschickt, wo sie hergekommen sind. Oder ich kann zurücksetzen und im Prinzip neue Kleingruppenräume erstellen.
Teilnehmer manuell zuweisen, ist im Prinzip genau das Gleiche wie vorhin, nur dass eben nicht automatisch zugewiesen wird, sondern ich eben alle Personen, eigenständig auch zuweisen muss. Dann kann ich dann hier auswählen, in Teilgruppe Sitzung 2 verschieben. Oder eben die dritte Option, Teilnehmer dürfen eine beliebige Sitzung auswählen. Das heißt, ich erstelle hier erstmal Räume und wir sehen an den Schlössern, dass diese Räume jetzt offen sind. Ja, also das sind Räume, in die alle Personen jetzt auch beitreten können. Und das nutzen wir ja auch immer sehr, sehr gerne für informelle Räume, für Pausenräume oder auch bei digitalen Veranstaltungen im Hintergrund für, ich sag mal, Austauschräume, für Beratung oder Pause oder Smalltalk-Geklöne etc. Soweit erstmal zu den Teilgruppensitzungen, den Kleingruppenräumen in WebEx. Auch hier gilt, wenn ich was Wichtiges vergessen habe, dann bitte ja, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich auf etwas hingewiesen werde. Ansonsten auch hier alles Gute und bis bald. Tschüss.